Hey Leute, hast du dich auch schon mal gefragt, wie du mit veganer Rohkost zunehmen kannst? Heute geht es um eine Zuschauerfrage. Und zwar, hier, ich blende es mal ein. Wie schaffe ich es denn bei veganer Rohkost? Versuche immer mehr Richtung Arnold Ehre zu gehen, auch zuzunehmen. Esse fast ausschließlich Obst, Gemüse, Grünzeug, Sprossen, Buchweizen, Mungbohnen, Alfalfa, Bockshornklee und Nüsse, Samen, zweimal die Woche. Und ja, Kartoffeln im Ofen gebacken, um Schleim zu minimieren, weil es geht ja auch um die ja, schleimfreie Heilkost von Arnold Ehret im Hinblick darauf. Und ja, Reis, Nudeln, Fertigzeug esse ich nicht. Danke. Ansonsten müsste ich wieder zum Fleisch übergehen, damit ich nicht so sehr abnehme. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ja, was sind die Gründe dafür? Ich hatte neulich schon mal ein Video drüber gemacht. Einmal zum schrittweisen Umstellen der Ernährung. Also, wenn du deine Ernährung in eine gesündere umstellst, dann sollte das Schritt für Schritt und langsam gehen. In dem Video stufenweise Umstellung, also wenn ihr stufenweise eintippt auf meinem Kanal, gibt es ein kleines Lupensymbol, wo ihr suchen könnt, stufenweise Reinigung hieß das Video. Und da ging es darum, ich habe es in 12 Stufen unterteilt. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, für eine Stufe brauchst du ungefähr ein Jahr. Das heißt, bei vielen geht die Umstellung viel zu rasant und dann nimmst du rasant ab. Das ist der Punkt. So, und warum? Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, ist es, weil, wenn du dir überlegst, dein Körper ist zu 60, 70% aus Müll aufgebaut, fehlinformierte Zellen, belastete Zellen von Fremdstoffen. Das heißt, dein Haus besteht zu 60, 70% aus Müll. Das musst du dir überlegen. So, und wenn du jetzt zu schnell, und was dieses zu schnell heißt, möchte ich gerade gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn du jetzt zu schnell in eine gesunde Ernährung reinspringst, dann haut dein Körper diese 70% weg. Dann fallen 70% Müll viel zu schnell weg und dann nimmst du extrem ab, wenn du nicht vorher wieder gesund aufbaust. Das ist der Punkt in diesem Reinigungsprozess. Es geht dabei um den Reinigungsprozess. Und wenn du den langsamer vonstatten gehen lässt, dann ist es kein Thema. Du kannst auch mit vollwertig gesunden Nahrungsmitteln Masse aufbauen. Was meine ich jetzt damit mit langsam? Schrittweise umstellen. Viele gehen dann ja von innerhalb von 2, 3 Jahren dahin, dass sie nur noch Mono- und Rohkost essen möchten. Wenn ihr euch diese Tabelle nochmal anschaut, das Video mit den 12 Stufen, du hast am Anfang Allesesser. Und dann kommt vegetarisch vegan, vollwertig vegan, dann kommt irgendwann eine Gourmet-Rohkost, eine gemischte Rohkost, dann eine grüne Rohkost und dann irgendwann eine einfache Mono-Rohkost. Das sind dann 6, 7 Stufen und du brauchst mindestens für eine Stufe ungefähr ein Jahr lang. Das heißt, dein Körper baut extrem ab, wenn du zu viel reinigende Lebensmittel zu dir nimmst. Wenn du zu gut isst, so paradox es klingen mag, wenn du die Umstellung zu schnell machst, haut dein Körper alles Alte, den ganzen Müll raus und dein Körper wird dementsprechend abbauen. Wie kannst du das Ganze umgehen? Ja, indem du eben langsamer umstellst. Also, du musst nicht gleich wieder zu Fleisch zurückgehen. Fleisch bremst eben die Entgiftung auch sehr stark. Unser Organismus ist einfach nicht dafür gemacht, um Fleisch zu verdauen. Wir können Fleisch essen, aber es ist lange nicht das Optimale. Es ist lange nicht das, wofür unser Körper geschaffen ist. Es ist nicht so, dass wir dann ja, morgen gleich tot umfallen, wenn wir Fleisch essen. Aber über längere Zeit
schädigt es den Organismus sehr. Es braucht viel zu lange in der Verdauung und dafür sind wir einfach nicht gemacht. Unser Verdauungstrakt ist viel zu lang dafür. Es kommt zu Fäulnisprozessen. Es tut uns nicht gut. Der Körper wird immer unflexibler. Es zieht viele Nachteile mit sich. Der Punkt, warum manche mit einer fleischreichen Ernährung trotzdem noch besser fahren, ist, wenn deine Ernährung vorher noch schlechter war. Das heißt, wenn du von Fast Food, von was weiß ich kommst, dann auch wenn du rohes Fleisch zum Beispiel isst, ist es ja Meilen besser und du wirst immer dich wohler, besser, energetischer dann fühlen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, bis der Körper auf dieses Level gereinigt ist. Und dann geht es dir damit wieder schlecht. Der Punkt ist, erstmal musst du halt den Körper reinigen und neu aufbauen, vor allem wieder. Wenn du neu aufbaust, ja, man sagt ja so schön, jede Zelle erneuert sich im Körper innerhalb von 7 Jahren einmal komplett. Das heißt, wenn du mal 7 Jahre in einem Zyklus dich vollwertig ernährt hast, dann bist du auf diesem Level auch wirklich vom Körper her, von der Reinigung her. Dann ist nicht mehr so viel zu reinigen. Dann kannst du weiter schrittweise vorgehen. Aber wenn du sagst eben, wie in dem Kommentar, wenn du schreibst, du musst dann wieder dazu übergehen, Fleisch zu essen. Wenn du noch an dem Punkt bist, dass du Fleisch gegessen hast, ist dein Körper von der Reinigung her überhaupt noch nicht so weit, dass du da irgendwie in eine einfache Monorohkost gehen kannst. Schau erstmal, dass du dich vegan, vollwertig, pflanzlich ernährst. Dünst dir ab und an noch mehr. Also du kannst einfach konkret noch, ja, noch mehr gekochtes, gedämpftes einbauen. Das kann ja eben auch einfach sein. Mehr Reis, mehr Kartoffeln, übergangsweise eben. Jetzt schaue ich mal, was du noch geschrieben hattest, was du alles so isst. Genau, wenn du sagst, Reis, Nudeln, Fertigzeug isst du nicht. Du sollst auch kein Fertigzeug essen, aber geh erstmal da über, vollwertig pflanzlich zu essen. Mehr sättigendere Sachen noch. Mehr sowas wie Reis und Kartoffeln. Auch wenn es dann nicht das Optimum ist am Ende. Aber als Übergangsernährung ist es notwendig. Sonst bist du nicht glücklich bei so einer Umstellung und ja, schaufelst den ganzen Tag einfach was in dich hinein. Irgendwann kommt es dann automatisch, dass du da eine Stufe weitergehen kannst. Also unbedingt nochmal das andere Video anschauen. Und ja, ansonsten in Nutrition Now, in meinem Ernährungsprogramm, gebe ich da auch nochmal weiterführende Tipps, wo du das explizit lernen kannst. Ja, das ist einfach notwendig. Also nochmal fazittechnisch, es langsam zu machen, schrittweise, wenn dein Körper zu 70% aus Müll besteht und du isst jetzt plötzlich komplett optimal, ist noch kein neuer, gesunder Körper, noch kein neues, gesundes Gewebe aufgebaut und dementsprechend ist das Ganze auch nicht so optimal und du wirst ja Masse verlieren, diese 70%, wenn du das so übertreibst. Und ist jetzt nur eine ungefähre Zahl, nur rausgenommen 70%. Das können 50% sein, das können 30, 40% sein. Und wenn du jetzt ja, das eben zu schnell machst, dann ist noch keine neue gesunde Masse aufgebaut. Mach das erstmal ein paar Jahre lang, dass du deine Übergangsernährung einbaust. Dafür habe ich auch die E-Books geschrieben. Findest du auch unten drunter in der Infobox. Nimm da Übergangsrezepte, nimm noch sättigendere Sachen wie Kartoffeln, Vollkornreis, ja, gedämpftes Gemüse und all diese Dinge mit rein. Kannst auch noch ein bisschen mehr mischen und stell da langsam um. Nicht zu schnell, sonst baut der Körper alles auf einmal ab. Lass erstmal neues, gesundes Gewebe aufbauen und dann ist es auch kein Problem. Dann kannst du auch mit Rohkost zunehmen. Für mich war es kein Problem, mit fettreicher Rohkost zuzunehmen. Habe ich immer wieder gemerkt, ich fühle mich dann einfach nicht mehr so wohl. Deswegen mache ich es nicht. Aber es ist kein Thema. Als ich zum Beispiel in Thailand in den Tropen war oder Sri Lanka, wenn ich da mehr Kokosfleisch esse täglich, dann nehme ich auch wieder zu, wenn ich fettreicher esse. Also das ist kein Problem dann, damit auch zuzunehmen, auch mit Rohkost. Aber nochmal, auch noch als kleiner Anhaltspunkt, es ist eben auch so, trotzdem, wenn du irgendwann zu deinem Optimalgewicht kommst, Kraft, Muskeln aufzubauen, ist kein Problem mit Rohkost, gar kein Thema.
gibt's genug Beispiele für. Aber normalerweise versucht der Körper immer so effektiv wie möglich zu sein, so wenig Masse wie möglich aufzubauen, aber gleichzeitig so kräftig zu sein wie möglich. Das ist wie mit deinem Smartphone. Früher hat man so einen riesen Klumpen gehabt, wenn du irgendwie so ein Militärtelefon gehabt hast. Ja, kommt heutzutage auch keiner mehr mit so einem Militärtelefon zu dir und sagt mal, hey, cool. Du denkst dir so, was ist das für ein, ja, Teile, was schleppst du für einen Panzer mit dir rum? Bringt's nicht. Effektiv, klein. Es geht um den Inhalt. Es geht um die Leistung. Das ist das, was dein Körper erreichen möchte. Muskelmasse, kein Problem. Kraft aufbauen, kein Problem. So, wenn dir das gefallen hat, so ein Format, wie ich die Fragen beantwortet habe, dann schau gern mal in den neuen Mitgliederbereich rein. Ist nämlich jetzt neu am Start seit Februar. Dort gibt es nämlich auch jetzt immer jeden Monat Antwortvideos von mir auf eure Fragen. Die kannst du dort direkt stellen und ja, die drei wichtigsten Fragen der Community von euch, von dir beantworte ich immer direkt. Also schau da direkt mal rein. Unten drunter ist der Link. Und freut mich, wenn du da dabei bist, freue ich mich wirklich drauf, dir da explizit weiterzuhelfen. Und es ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, so individuell auf eine Frage eine Antwort zu bekommen. Und ich denke, du merkst es, wenn du jetzt so eine Frage gestellt hast. Es ist explizit auf dich abgestimmt und dementsprechend hilft dir das wirklich konkret an deinem Punkt weiter. Also es ist eine unglaubliche Hilfe für dich. Wenn du möchtest, schau im Mitgliederbereich, da kannst du die wahrnehmen. Und freue mich, wenn ich dich dort wiedersehe und wir uns da noch intensiver austauschen können und ich dich da auf deinem Weg zur dauerhaften Gesundheit und Glück vor allem weiterhelfe. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Wenn dir das Video gefallen hat, ansonsten auch Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, kannst das Ganze ja kommentieren, stell deine Fragen unten drunter und gib mir Feedback. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Ciao.